Hallo. Guten Tag, ja, bitte. Ja. Hallo, spreche ich gerade mit Herrn Schimmeldordner? Schimmeldordner. Emma Stefanie ist am Apparat. Wie geht es Ihnen, Herr? Alles gut heute? Jo, ja, kannst du sagen. Mhm. Das freut mich. Ich wollte mit Ihnen kurz sprechen über Ihre Erfahrung mit Online-Trading, Online-Investitionen. Was habe ich denn für Erfahrung? Haben Sie eine Erfahrung, ja? Nee, welche soll ich denn da haben? Also ich kenne nur das mit dem Pudding und dem Kakao. Haben Sie keine Erfahrung so? Doch, ganz viele. Okay, haben Sie ein paar Informationen überhaupt? Wissen Sie, wie das funktioniert? Oder keine ja, Ahnung? Erst muss man den Zucker in die Schüssel geben und dann kommt der Pudding dazu. Und damit wieder herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute haben wir wieder drei Telefonate an der Leitung, die komischer nicht laufen könnten. Tja, drei Trading-Betrüger, die uns das Geld mit allen Mitteln und Tricks und ohne Gehirn das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung, bei welchen Firmen wir besser nicht unser Geld lassen sollten. Wie? Ja? Haben Sie ein paar Informationen, Herr? Ja, habe ich doch gesagt. Super. So, ich kann für Ihnen eine Vorstellung machen über unser Unternehmen, ein paar Informationen mit Ihnen zu teilen. Ja, dann klatschen Sie mal vor, wie es geht. Okay, so, Herr Hartmut, so, unser Unternehmen heißt EU Finanz. Ich bin hier Ansprechpartnerin Emma Stefanie. Nur 5 Minuten Zeit, okay? Ja, genau. Habe ich mir auch so gedacht. Okay, wir unterstützen die Kunden in verschiedenen Finanzmärkten, zum Beispiel Amazon, Rohstoffen, Tesla, Aktien, Bitcoins und so weiter. Ich weiß nicht, kennen Sie so die verschiedenen Finanzmärkte oder haben Sie keine Amazon, Ahnung? Amazon, eBay, haben Sie zum Beispiel für Bitcoins? Wie? Was? Haben Sie zum Beispiel für Bitcoins gehört? Nee, was ist denn das? Das ist ja ganz abgefahren. Okay, so Herr Hartmut, wir bieten die beste Dienstleistung an für unsere Kundin. Und bei unserem Unternehmen, Sie haben 2 Möglichkeiten. Autotrader arbeiten oder mit einem Broker. Wenn Sie Autotrader arbeiten, können Sie selbst machen, so automatisch. Und wenn Sie mit einem Broker arbeiten, wir haben unsere Experten, dass sie können Ihnen helfen für alle die richtigen Informationen, auch für alle die richtigen Positionen in verschiedenen Finanzmärkten. Herr Hartmut, okay? Ja. Sie sollen zuerst als Kunde bei unserem Unternehmen sein. So für diese sollen Sie Ihre Konto aktiv zu machen. Das steht nur ein Mindestbetrag, das ist 250 Euro. Danach Sie haben die Möglichkeit, als Kunde bei unserem Unternehmen zu sein. Für unsere neue Kundin, Herr Hartmut, wir haben auch eine Probezeit. Die Probezeit steht nur 2 Wochen. Weil Sie können sehen Ihre Profite, jeden Tag, jeden Wochen und auch jeden Monat. Und wenn Sie zufrieden sind, können Sie weiter mit unserem Unternehmen zu arbeiten. Und wenn Sie nicht zufrieden sind, können Sie Auszahlung machen, zusammen mit Ihren Profiten, die Sie gemacht haben. Alles klar bei Ihnen? Haben Sie eine Frage, Herr Hartmut? Ja, wie geht denn das Ganze? Wie? Wie macht man denn das? So, wo sind Sie gerade? Sind Sie zu Hause? Wir haben Gästezimmer. Okay, darf ich Ihnen fragen, arbeiten Sie, was sind Sie vom Beruf? Was meinen Sie? Was arbeiten Sie? Arbeiten oder sind Sie eine Rente? Ach so, nee, Lippenstiftverkäufer. Muss ich so vorne eine Kuppe lutschen. Ich verstehe Ihnen nicht so gut. Was meinen Sie? Lippenstiftverkäufer. So, Herr, haben Sie einen Computer dabei? Wie kann man den dabei haben? So, dabei haben wir ein bisschen schwer. Der neue, der wiegt 25 Kilo, glaube ich. Also so sieht es zumindest aus. Okay, was für ein Handy haben Sie? Was ist das? iPhone, Samsung oder Android? Da habe ich ja so ein Kali Linux. Was ist das? Das ist ein Kali Linux. Den habe ich mir mit dem Raspberry Pi selbst gebaut und einem Mikrobildschirm. Okay, schön. Haben Sie WhatsApp mit dieser Nummer, Herr Hartmut? Nee. Aber Telegram, das was die Schwurbler haben. Haben Sie Telegram? Okay, ich schreibe per Telegram Ihnen. Aber haben Sie Internet? Jetzt? Nee. Momentan? Nee, habe ich nicht bezahlt. Das Batterie alle. Haben Sie keine Internet? Im Moment? Nee, weil, wissen Sie, da muss man ja, wenn man Internet haben will, muss man ja den Finger aus dem Fenster halten. Hatte ich jetzt gerade keine Lust, weil sonst sind da Eiszapfen dran.
Haben Sie keine Lust? Für was keine Lust? Na, wegen dem Finger aus dem Fenster halten. So, Herr, das nimmt nur 5 Minuten Zeit. Ja. Haben Sie Internet auf Ihrem Handy? Ja oder nein? Nee, auf meinem Handy habe ich kein Internet. Kein Internet. Okay, was meinen Sie, wann können Sie Internetverbindung haben? Na, jetzt sofort. Jetzt sofort? Ja. Okay, super. Also, verbinden Sie Ihr Handy mit Internet, bitte? Nee, das geht ja nicht. Da muss ich meinen Finger aus dem Fenster halten und dann habe ich da Eistapfen dran. Aber wir können so zusammen ein Programm herunterladen, Ihr Konto zu aktiv zu machen. Ja, okay? Was denn für ein Sie sollen, Sie müssen Internet zu haben. Ja, das muss ich dann am Computer machen, aber nicht am Handy, weil am Handy habe ich kein Linux und da muss ich ja einen Finger aus dem Fenster halten, damit das Internet geht. Aber weil es ja gerade so kalt ist, habe ich dann Eistapfen da dran. Aber haben Sie Computer oder PC, Laptop? Ja. Öffnen Sie bitte. Nee, öffnen tue ich das nicht, weil dann verliere ich die Gewährleistung. Wie? Öffnen tue ich das nicht, sonst verliere ich die Gewährleistung. Ich kann Ihnen gerne starten. Okay. So, dann fahre ich jetzt die Prinzessin hoch, ja? So, Herr, können Sie mit Ihrer Internetverbindung jetzt verbinden? Ja, dauert aber einen Moment. Es fährt gerade hoch, das Prinzesschen. So. Wann können Sie Internet haben? Naja, jetzt gleich. Wann? Gleich. Jetzt? Na gleich. Muss man erstmal hochfahren. Da muss das Modem sich einwählen. Und dann muss man kurz an der Kurbel drehen. Okay, verbinden. Daher verbinden Sie Ihr Handy mit Internet, okay? Nee, das geht nicht. Das dauert zu lange. Zu lange so was? Wenn ich mein Handy jetzt mit dem Internet verbinden will, dann muss ich das Fenster aufmachen und einen Finger raushalten und nach einer Verbindung suchen. Und da ist mir gerade zu kalt draußen, weil es ist gerade kalt draußen. Weicher Eistapfen, meine Finger. Deswegen mache ich das ja über den Computer. So sind wir ja nun schon verblieben, wir beiden Spätzchen. Und deswegen okay, habe ich jetzt so, schon das Herr, Knöpfchen an meinem PC. Ich kann Ihnen, so Herr, nur einen Moment. Ich ja. kann Ihnen in anderen Moment anrufen, ja. wenn ich Internet okay. habe, okay? Nee. Wann haben Sie Internet auch Zeit? Na, habe ich doch gerade erklärt. Jetzt gleich, wenn der Computer hochgefahren ist. Haben Sie Internet jetzt, Herr? Wenn der Computer hochgefahren ist, Spätzchen, also ich weiß ja, dass deine Intelligenz aus einem Toaster kommen muss, wo du mit einem Messer drin rumgefummelt hast und einen Stromschlag gekriegt hast. Da hast du sicherlich deine Intelligenz, ja. Aber guck mal, du musst auch zuhören, wenn der Kunde was sagt, weil wenn du nicht zuhörst, dann kannst du den Kunden auch nicht bescheißen. So, haben Sie Internet jetzt, Herr? Ja, der Computer fährt doch gerade hoch. Was ist denn daran jetzt so schwer zu verstehen? Hast du nur die Dollarscheine im Kopf und, weiß ich nicht, muss doch schon feucht sein bei dir da unten mit Geld. Also das ist doch furchtbar. So, nun ist der Computer hochgefahren. Dann müssen wir jetzt noch das Microsoft-Passwort bei Windows eingeben im Browser und dann komme ich da gleich. Dann haben wir es gleich geschafft und das Ding ist komplett hochgestartet. Dingst. Okay. So. Okay, machen Sie das mit. Und ich warte jetzt. Warum sagt denn der Mann im Hintergrund alles vor? Alte Frau, ich habe eine Frage gestellt. Alte Frau, ich habe eine Frage gestellt. Warum ist denn da der Mann im Hintergrund und sagt dir alles vor? Dankeschön, tschüss. Ah ja, da haben wir sie wieder auf frischer Tat ertappt, wie sie sich überhaupt nicht an den Datenschutz halten. Ich meine gut, an Datenschutz halten sie sich ja da grundsätzlich nicht bei solchen komischen, unseriösen Firmen, die bei uns hier anrufen. Aber schön, dass die da immer noch jemanden im Hintergrund brauchen. Und das immer noch. Ich meine, die Tante hatten wir doch schon öfters mal auf dem Kanal hier, mit verschiedenen Namen von verschiedenen Firmen. Also die muss ja definitiv wissen, dass sie uns hier bescheißt. Aber interessant, dass da immer noch Menschen im Hintergrund sitzen, die dem Anschein nach jedes Wort vorsagen müssen, weil sie es alleine irgendwie nicht hinbekommen. Tja, also ich find's immer wieder absolut erstaunlich, was die sich da alles einfallen lassen, um irgendwie ans Geld ranzukommen. Tja, aber ein Gutes hat es. Wenn die 2 Mitarbeiter brauchen, um einen Kunden zu bescheißen, oh ja, dann haben wir auf jeden Fall von 2 Mitarbeitern die Zeit verplempert. Die kosten ja schließlich beide sicherlich Geld. Umsonst kommen die ja da auch nicht hin, um die Leute zu bescheißen. Ich frage mich nur immer,
ob die sich noch ins Spiegel gucken können bei der Arbeit, die sie da machen. Und die Hintergrundgeräusche, die sind ja hier auch schon wieder richtig gruselig. Die deuten definitiv darauf hin, dass da ganz, ganz, ganz viele Leute in diesem Callcenter sitzen und ganz viele Menschen gleichzeitig beschissen werden sollen. Also hier bei dem Gespräch war ja eigentlich von Anfang an schon klar, dass sie uns nichts verkaufen wird. Tja, aber weil sie der deutschen Sprache dem Anschein nach nicht vernünftig mächtig war, hat sie dann hier weitergemacht. Aber interessant, dass der nette Mitarbeiter da im Hintergrund, der ja die ganze Zeit zugehört hat, das Ganze auch nicht von Anfang an durchschaut hat. Ich frage mich immer, was das werden soll. Tja, ist gruselig. Die wollen an euer Portemonnaie und die rufen vom angeblich seriösen Finanzmarkt an. Dass das hier kein Anruf vom Finanzmarkt war, ich glaube, das sollte einleuchten. Guten Tag. Guten Tag, Herr Rechtsradiopart. Ja, Herr Kart ist am Apparat. Ah, wunderbar, Nina Gross ist hier. Ich rufe Sie von Finanzaufsichtsbehörde wegen Ihres verlorenes Geld. Sie haben mit Kryptowährungen gehandelt. Ist das richtig? Ja. Okay. Ich sehe das in meinem System. Sie haben schlechte Erfahrungen Finanzmarkt gesammelt. Ist das richtig auch? Ja, stimmt das? Nee, eigentlich nicht. Jetzt habe ich nur sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja, gleich mal zur Erklärung. Das hier ist der Betrug nach dem Betrug. Die Betrüger, die wissen ja definitiv, dass der Kunde, den sie jetzt nochmal anrufen, garantiert schon mehrfach telefonisch kontaktiert wurde von solchen komischen Unternehmen. Ja, und in der Regel oder oftmals ist es so, dass da vielleicht auch Leute schon Geld eingezahlt haben. Nun kommen sie hier mit der Geschichte, dass man ja schlechte Erfahrungen auf dem Finanzmarkt gemacht hat und dass man jetzt einem helfen möchte? Nee, die wollen euch garantiert nicht helfen. Denn niemand ruft euch einfach so an und sagt, hey, ich habe hier Geld von euch gefunden und ich will euch jetzt hier helfen, dass man gute Erfahrungen macht. Kein Mensch ruft euch an und schenkt euch Geld. Und kein Mensch ruft euch an und erzählt euch, wie man euch reich machen kann. Tja, das sind halt die Methoden, die hier so verwenden. Schauen wir mal, wie es weitergeht in diesem netten Gespräch. Okay, das freut mich. Mhm. Aber das Problem ist, Herr Katz, Sie haben einfach Betrugsplattformgeld eingezahlt und deshalb Sie können Ihr Geld nicht auszahlen. Sie haben mehrere Einzahlungen Finanzmarkt getätigt. Ja, ein paar tausend Euro haben Sie investiert, stimmt? Ja, na klar. Okay, können Sie mir ganz genau sagen oder ungefähr Ziffer, wie viel Geld Sie eingezahlt haben? Ja, 170.000 Euro habe ich schon insgesamt investiert. Also die nette Blitzbirne ruft uns ja an, um uns zu helfen, weil ich ja angeblich bei einer Betrugsplattform investiert habe und angeblich auf mehreren Plattformen. Beide Informationen stimmen natürlich nicht. Ich habe keinen Cent eingezahlt und auch definitiv nicht bei mehreren Firmen. Die Summe, die ich jetzt hier genannt habe, habe ich mir spontan ausgedacht. Tja, der Grund, warum die das nachfragt, ist, damit die darauf ihr Gespräch aufbauen kann. Denn die haben ja gar keine Informationen weiter von euch, außer euren Namen, eure Telefonnummer und eure E-Mail-Adresse. Mehr wissen die ja von euch nicht. Den Rest, den müssen die halt erfragen, damit man damit spielt. Naja, aber eigentlich ist es doch so, wenn jetzt hier jemand anruft und der weiß angeblich darüber Bescheid, dass ich bei einer Betrugsplattform investiert habe, dann müsste der doch auch wissen, wie viel, was ich da gemacht habe und wie es dazu gekommen ist. Komisch, dass die aber die wichtigen Informationen, die sie mir ja eigentlich geben wollte, selber gar nicht weiß. Aber eins ist klar, die wissen, dass die anderen Anrufe, die hier schon auf der Leitung gewesen sind, auch alle Betrug gewesen sind. Das ist klar, weil sie ruft ja selbst von einer Betrügerfirma an. 170.000, okay. Ja. Und Sie haben diese 170.000 mit einer oder mit mehreren Firmen eingezahlt? Das habe ich bei mehreren Firmen eingezahlt. Okay, und Sie haben auch Zahlungsnachweis. Und Sie haben Zahlungsnachweis auch, Herr Kart? Na klar. Okay. Und Sie wollen auch natürlich Ihr verlorenes Geld auszahlen, ja? Haben Sie Kryptobank? Wieso denn verloren? Ich erkläre noch einmal. Also Sie haben Geld investiert, Betrugsplattform, und das bedeutet, Sie können Ihr Geld leider nicht auszahlen, ja, weil diese Firma ist blockiert, diese Firma ist geschlossen von Finanzaufsichtsbehörde. Also diese Firmen wechseln immer wieder Name, viele Mitarbeiter und so weiter. Bei mir steht AG Markets, aber das bedeutet nicht, dass Sie haben mit diesem Namen angerufen. Es konnte sein, Sie haben mit anderen Namen angerufen, aber trotzdem, das ist die gleiche Firma. Ja, Herr Kart, Sie können das Geld nicht auszahlen, weil das Geld liegt an Betrugsplattform an und
Außerdem, wir haben das blockiert für Sie. Das ist eingefrorenes Geld, ja. Und Sie brauchen nur Wallet-Adresse und wir schicken das Ihre Kryptowährungen an Ihre Wallet und dann können Sie umtauschen in echtes Geld, ja. Tja, also die Frage ist ja hier natürlich, wie kann sie ausgerechnet von mir Kryptowährung gefunden haben? Kryptowährung ist ja theoretisch der Begriff von Anonymität. Also wie will die jetzt ganz genau wissen, dass das Geld zu mir gehört? Absoluter Blödsinn. Auch den Firmennamen, den die da genannt hat, hat die sich ausgedacht. Die Firma hat ihr noch nicht angerufen. Ganz davon abgesehen, dass das sowieso keine Rolle spielt, hat sie ja selbst schon so mehr oder weniger formuliert. Also, wenn ja einer wen beschissen hat, dann sie wahrscheinlich schon mal uns, denn die nette Blitzbirne hat hier definitiv auch schon mal selbst für eine Betrügerfirma telefoniert und gibt sich jetzt als Samariter aus, um euch nochmal zu bescheißen. Schon interessant, was die alles versuchen. Zum Beispiel in USD oder Euros, wie Sie wollen. Mhm. Wir sind Auszahlungsabteilung, wenn Sie jetzt schon Möglichkeiten haben, am Computer sitzen, wir können schon Auszahlungsprozess anfangen, ja? Ja. Okay, super. Sind Sie zu Hause? Ja. Okay, wunderbar. Und Computer haben Sie auch, ja? Ja. Okay, super. Dann bitte schalten Sie den Computer an und Sie brauchen auch ein Programm, TeamViewer oder AnyDesk zu installieren. Wozu brauche ich denn das? Okay, Sie brauchen AnyDesk oder TeamViewer, damit wir für Sie ein Wallet herstellen können, Crypto-Wallet, wo wir Ihre Ethereum schicken können, ja? Na, ich habe ja schon ein Crypto-Wallet. Da kann ich Ihnen ja meine Wallet-Adresse dann geben und dann können Sie direkt überweisen. Okay, das ist gut, aber Fiat, wir brauchen auch IBAN-Nummer, ja? Wir müssen das bestätigen und überprüfen, dass Sie richtige Person sind und Sie sind Mario Kart und IBAN-Nummer müssen wir auch kopieren, ja? Haben Sie, welche Hausbank sind Sie verbunden in Deutschland? Da bin ich bei der Berliner Sparkasse. Berliner Sparkasse, wunderbar. Ja. Sparkasse ist unsere Partnerbank, wir haben offizielle Partnerschaft. Die haben natürlich keine offizielle Partnerschaft mit der Berliner Sparkasse. So ein absoluter Blödsinn. Tja, außerdem, wenn die jetzt hier das Geld an mich überweisen will, die rufen mich an und sagt mir die ganze Zeit, ja, wir haben ihr Geld gefunden. Und jetzt auf einmal will die mich noch legitimieren, ist ja komplett Blödsinn. Tja, hier soll wohl wahrscheinlich noch ein Datendiebstahl passieren und gleichzeitig noch ein bisschen Geldraub. Schauen wir mal, wie die Geschichte weitergeht. Okay, jetzt machen wir weiter, ja? Sie haben TeamViewer oder AnyDesk? Na, wozu brauche ich denn das? Wie ich schon gedacht habe, Herr Kart, ja, damit wir für Sie Wallet herstellen können und na, damit Sie das Geld raus. Habe ich Ihnen doch gesagt, es ist doch schon ein Wallet vorhanden. Welche Wallet haben Sie? Na, ich habe ein Krypto-Wallet, da können Sie direkt das Geld draufgeben. Da nenne ich Ihnen gerne die Wallet-Adresse. Ja, aber welche eine Wallet ist das? Wie heißt die Wallet? Na, das spielt doch bei einer Überweisung auf ein Wallet keine Rolle. Das können Sie brauchen doch nur die Adresse. Ich erkläre das noch einmal hier, Kat. Also, Sie brauchen zuerst regulierte Kryptobörse, zum Beispiel wie Atomic registrieren, weil das größte ist und mit deutschen Banken zusammenarbeitet, ja? Und wenn wir das machen, wir brauchen auch Ihre IBAN-Nummer, müssen wir auch kopieren für Bestätigung und für Verifizierung. Ja, die kann ich Ihnen sagen. In dem Fall von Sparkasse, weil Sie das haben. Ja. Okay, wenn Sie damit nicht einverstanden sind, leider kann ich Ihnen nichts helfen, ja, weil ich bin im Kundenservice von Kyberkriminalitätsabteilung und das ist auch ganz wichtige Sache zu wissen. Also damit Sie die gesamte Summe auszahlen können bei uns, also Sie müssen keine Gebühren oder sonst irgendwas einzahlen, Sie bekommen das kostenlos, ja, also ohne Transaktion, Versicherungsgebühren oder sonst irgendwas. Ja. Kundenservice-Abteilung von einer Cyberkriminalitätsabteilung ist ja höchst spannend. Also, dass es sowas nicht gibt und absoluter Blödsinn ist, sollte ja eigentlich klar sein. Tja, aber das Problem ist, dass die ja jetzt hier mit dieser Masche versuchen, nochmal Menschen zu betrügen, die schon betrogen wurden. Denn die betrogen wurden, da ist es dem Anschein nach besonders einfach, dass man dann, wenn man denen das schmackhaft macht und sagt, jetzt habe ich dein Geld hier wieder gefunden und ich will dir das zurückgeben, dass die sich auf dieses Spielchen einlassen.
Ja, jetzt hat sie hier schon von Anydesk und TeamView geredet. Ich sag's euch ja jedes Mal, wenn das hier im Video erwähnt wird, Finger weg davon. Denn das sind Remote-Desktop-Wartungsprogramme, wo man aus der Ferne auf euren Computer drauf zugreifen kann. Sowas sollte man nicht einfach so leichtfertig benutzen. Nur dann, wenn man sich damit auskennt und nur dann, wenn ihr selbst einen Grund habt, warum jemand auf euren Computer gucken muss, um euch zu helfen. Aber nicht bei irgendwelchen dahergelaufenen Fremden. Das kann man bei Computer-Reparaturservice-Firmen machen, wenn man da über Fernwartung irgendwas reparieren möchte, irgendwelche Softwarefehler oder so. In Firmen wird sowas ganz oft genutzt, um eben Kassen-PCs aus der Ferne zu warten, aus der Zentrale, damit man sich in den einzelnen Filialen eben auf die Kasse schalten kann, um dann da einfach Updates aufzuspielen und so weiter. Aber nicht einfach so privat. Niemand legitimiert euch über eine Fernwartungssoftware. Es ist einfach Blödsinn und Bullshit, was die hier erzählen. Sollte man auf jeden Fall gleich vorsichtig sein, wenn irgendjemand einfach so aus blauem Himmel davon spricht, das aber überhaupt nichts mit einem Computerthema zu tun hat. Da kann man höchstens, wie gesagt, bei Wartungsfirmen, ne, aber ihr habt ein Problem mit eurem PC und jemand möchte sich aufschalten oder ihr habt ein großes Smart Home und der Elektriker möchte aus der Ferne auf eurem Smart Home irgendwas programmieren, weil ihr das in Auftrag gegeben habt. Das ist ja eine ganz andere Geschichte, dann braucht ihr das ja, damit der Elektriker zum Beispiel sich die Anfahrtskosten spart. Aber diese Geschichte hier ist absolut an den Haaren herbeigezogen. Dann sage ich Ihnen jetzt meine IBAN oder brauchen Sie die Wallet-Adresse? Wir sollen ein Wallet herstellen für Sie, weil wir das haben offizielle Partner. Wallet habe ich doch jetzt mehrfach erwähnt. Hab doch schon ein Wallet. Also, ich brauche doch nicht Sie haben, ja, also Herr Katz, Sie haben alles 170.000 mit Ihrer Wallet überwiesen oder mit Sparkasse? Das habe ich von der Sparkasse überwiesen. Okay. Und können Sie nicht Überweisungen gehen und als Bestätigung brauchen wir das einzige, ich ja gesagt, nicht alles, kann ich da aber... Okay, schicke ich Ihnen denn die Screenshots zu oder wie brauchen Sie das? Soll ich per Post die Quittungen direkt einsenden oder... Also Herr Kat, ich werde Ihnen verbinden mit Anydesk oder TeamViewer und Sie können mir das zeigen, ja? Und ich muss auch IBAN-Nummer kopieren für Sie, für Verifizierung. Mhm. Das schicke ich Ihnen dann per E-Mail, die Screenshots. Das kann ich ja machen. Okay, das können Sie natürlich gerne machen, Herr Kat. Aber Sie müssen auch Atomic Wallet haben und wir machen das für Sie, okay? Also sie hat ja jetzt hier schon mehrfach erwähnt, dass sie unsere IBAN-Adresse kopieren will. Wozu will sie denn das? Tja, wahrscheinlich wollen die hier einfach irgendwas abbuchen. Ohne euer Einverständnis. Tja, und wenn man denkt, dass man hier ein leichtes Opfer hat, kann es vielleicht tatsächlich sein, dass man da jemanden an der Leitung hat, der dann nicht regelmäßig auf sein Konto guckt, was da genau abgebucht wird. Tja, es kann sein, dass das jetzt hier so laufen soll. Man kann ja auch abbuchen ohne Einzugsermächtigung. Man braucht nur letztendlich die IBAN und dann kann man das Geld anfordern. Geht einfach so. Also man braucht nur eure Kontodaten. Jeder kann von eurem Konto dann einfach abbuchen. Das Problem ist, dass der eben mit einer Einzugsermächtigung das Ganze, also mit einem SEPA-Lastschriftmandat, dann belegen muss, wenn man damit vor Gericht geht. Aber abbuchen kann man erstmal so, ohne irgendwas. Ja. Okay. Sitzen Sie am Computer gerade? Ja. Super. Und können Sie mir bitte Anydesk-Nummer durchgeben? Nein. Wozu brauchen wir denn jetzt Anydesk, wenn ich Ihnen die Screenshots per E-Mail zuschicke? Das verstehe ich nicht. Ich habe Sie schon gesagt, Herr Katz, damit nee, wir die Wallet herstellen können, ja? Ich habe doch schon ein Wallet, habe ich doch jetzt aber auch viermal schon gesagt. Ich habe Sie auch viermal gesagt, wir haben offizielle Partnerschaft mit Atomic, ja? Ja, und da habe ich ja ein Wallet, habe ich Ihnen ja auch schon bereits gesagt. Okay, also ja. Herr Katz, wenn Sie das alles schon vorbereitet und wenn Sie schon alles haben, dann können wir schon Auszahlungsprozess anfangen. Sie brauchen auf jeden Fall Anydesk, ja? Also ohne Verbindung kann ich Ihnen leider nicht helfen. Wir müssen ein paar Schritte zusammen machen. Ich mache gar nichts. Damit ihr die Daten ich lasse meine Mausfinger weg. Sie machen alles selbst. Kriminell. Eine Sekunde bitte. Eine Sekunde bitte. Ja, natürlich. Die Sekunde ist übrigens schon rum. Fräulein, sind Sie noch am Apparat? Fräulein, hallo? Kuckuck. Hallo? Junges Fräulein. Ach ja, Kat, ich bin noch da. Ich habe Sie gesagt, bitte bleiben Sie auf die Linie. Und, also, aber wie gesagt, wenn Sie mir eine Sekunde, aber das ist ja schon vorbei.
Was wollten Sie mir sagen? Ich höre sehr aufmerksam. Na, Sie haben gesagt, eine Sekunde, die ist doch schon lange vorbei. Ach so, okay. Also Herr Kat, ich habe wirklich keine Zeit, um solche Quatsch zu sprechen. Muss man als Betrüger keine Zeit haben, ja? Findest du das gut, dein Job? Ja, mach mal was Anständiges aus deinem Leben, statt die Leute immer nur zu verarschen. Sie wissen nicht, was Sie sagen, ja? Du bist eine Betrügerin, eine Kriminelle. Das ist einfach ekelhaft, was du da machst. Also, Sie haben keine Beweisung, was Sie mir sagen. Such dir mal einen anständigen Job. Ich habe euch in die Horde. Das ist nichts anderes. Ja, du und eine Behörde. Ja, da sind mir die kleinen Pferdchen durchgegangen. Aber es ist ja auch absolut abartig, was man da für Leute in der Leitung hat. Die versuchen einen zu bescheißen, wo es nur geht. Die wollen nur euer Geld, nichts anderes. Tja, und das Schlimme ist, dass man hier ja zum zweiten Mal beschissen werden soll. Und das auf besonders skrupellose und perverse Art. Einfach quasi in den Geldbeutel greifen, so stellen die sich das vor. Möglichst leicht, ohne dass man da groß arbeiten muss, einfach den Kunden irgendeinen Blödsinn am Telefon erzählen und schon überweist er da sein Geld. So stellen die sich das dem Anschein nach vor. Einfach nur abartig. Tja, schauen wir mal weiter zum nächsten Gesprächspartner, den ich euch auch noch mitgebracht habe. Ja. Guten Tag, Herr Martin. Nee. Mit wem spreche ich dann? Nein, nicht mit Herrn Martin, das ist mein Vorname. Ja, gut, aber spreche ich mit Ihnen, ja? Weil, Sie sprechen Sie mit mir, das ist richtig, aber wen möchten Sie denn genau sprechen? Worüber möchte ich sprechen, sehen Sie? Sie nee, haben... wen möchten Sie denn genau sprechen? Sehen Sie, weil ich Sie anrufe. Ich hatte Ihnen eine Frage gestellt, die kann man nicht mit sehen Sie beantworten. Ich habe gefragt, wen möchten Sie genau sprechen? Mit Herr... Vorhaut Schneider. Ja, richtig. Dann sind Sie richtig verbunden. So, und wie ist Ihr Name? Sven Meyer. Sven Meyer, aber Sie können kein Wort Deutsch. Noch einmal bitte? Sven Meyer mit dem Akzent. Ja, mit dem Akzent, weil ich... Wie kommen Sie denn zu dem Namen? Ich, mein Vater ist Deutsche, ja, und darum weiß ich Deutsch, aber nicht mit Akzent. Aha. Ja. Sehen Sie, warum rufe ich Sie an? Ja, Sie haben auf unserer Plattform Bitcoin Profit Pay Ihre Informationen hintergelassen. Hier bei die Betrügerseite da, ja. Schön, dass da gleich einer anruft. Nein, mit der Betrügerseite. Ja, wenn Sie das denn so denken, warum sagen Sie das? Warum haben Sie dann angemeldet? Na, hat man ja erst hinterher rausgefunden. Vorher weiß man ja nicht, wo man rauskommt. Nein, Sie haben angemeldet dort, um mir zu sagen, um mir zu sagen, dass... Das ist Betrüger, ja? Da habe ich ja jetzt erst hinterher festgestellt. Wenn man da mal ein bisschen googelt, findet man ja was über Ihre Seite. Sagen Sie mir bitte dann, wie alt sind Sie? Nicht mehr als 10 oder was? Was? Verstehe ich das nicht. Sind Sie... Ja, wie alt sind Sie? Wie so geht denke, ja nichts an. Das Nein, das ist, wie ich denke und auch bin ich sicher, das ist nicht mehr als 10, ja? Das ist für Sie so komisch, ja, etwas zu machen und nicht zuerst machen, dann sagen das... Also Sie sollten unbedingt mal einen Deutschkurs besuchen, weil das, was Sie sich da zurechtstammeln, versteht keine Sau. Ja, mache ich das. Ich möchte sehr das machen, ja. Aber auch möchte ich mit normalen Kunden sprechen. Nicht wie Sie, ja? Ach so, also Sie suchen denn lieber einfache Opfer, wo Sie das Geld direkt aus der Tasche nehmen können, ja? Wo man nicht lange diskutieren muss und keine Deutschkenntnisse zu brauchen. Nochmal zur Erklärung. Also ich melde mich auf einer Werbeseite an und kenne die Firma gar nicht, die mich danach anrufen wird. Sobald ich meine Daten dort eingetragen habe, ploppt die Webseite auf der ich mich dann vermeintlich registriert habe. Es kann auch nach der Eintragung wirklich jedes Mal was anderes passieren. Also man kommt immer wieder auch von der gleichen Webseite, ne? Also ihr habt die gleiche Werbewebseite, tragt eure Daten ein, kommt auf Webseite A raus. Geht wieder auf die Werbewebseite, tragt eure Daten erneut ein, kommt auf Webseite B raus. Also das ist ein Glücksspiel, wo ihr da rauskommt. Ihr könnt vorher gar nicht wissen, ob die Firma, die da aufploppt, wie die heißt, was die macht, wer das ist. Und den Namen der Firma wisst ihr demzufolge auch erst hinterher. Also kann man ja auch erst hinterher, wenn man schon registriert ist, also das Kind in den Brunnen gefallen ist, erst dann kann man rauskriegen, ob das eine seriöse Firma ist oder nicht.
Naja, aber das scheinen die hier irgendwie nicht zu wissen oder nicht zu begreifen, wie ihr eigenes System funktioniert. Ist schon immer wieder absolut interessant. Ich suche große Leute, ja, zum Beispiel ja. Mehr als 18 Jahre alt, nicht wie Sie, weil Sie weniger als 10 sind. Ja, ja, aber Sie verraten sich ja so eigentlich als Betrüger mit dem Mistgelaber, was Sie da so von sich geben. Da kommt ja nur Katze raus. Nein. Doch. Wir sind nicht betrügt. Natürlich, was seid ihr sonst? Nichts anderes als Handwurf. Ja, richtig. Sie haben recht, ja, weiß auch haben Sie schon bewusst? Direkt Hausaufgabe gemacht? Mhm. Ja, haben Sie das schon gemacht? Mhm. Wenn nicht, vielleicht darf fallen ich da viele Ihnen eigentlich drauf rein auf dieses Gesabber? Darf ich Ihnen helfen mit Ihrer Hausaufgabe? Nee, fallen da viele drauf rein auf Ihr Gesabber? Werden Sie mit Ihrer Mutter das machen oder Vater? Ah, jetzt kommt der Betrüger wieder zur langweiligen Sache. Immer das Gleiche. Ja, Habt ihr eigentlich alle dann nur den gleichen Wortschatz? Dann sage ich Ihnen, dass Sie sind auch Betrüger. Ja. Ach so. Weil ich weiß das. Mhm. Ja, weil ich weiß das. Wie ja. Sie auch. Sie wissen ja, dass ich bin. Das ist ja nicht schlimm. Und auch weiß ich, dass Sie sind auch Betrüger, ja? Das ist ja nicht schlimm. Und wie viel verdient man da so bei euch mit dem ganzen Betrug? Wie viel steckst du dir da so in deine eigene Tasche jeden Monat? Warum muss ich Ihnen sagen, wie Geld können normale Leute verdienen? Ja, es gibt ja keine normalen Leute bei euch da. Nein. Bei uns, ja, gibt's nur Betrüger, richtig. Die normalen sind nicht. Nee, das ist ja Quatsch. Ja. Das ist ja Quatsch. Bei euch sind ja nur Betrüger. Vielleicht wissen Sie besser, weil Sie arbeiten auch wie ich. Ja, ja, na klar, ich betrüge auch die Leute. Mhm. Ja, Sie auch sind Betrüger, ja? Ja, genau. Kenne ich mich damit aus, was ihr da so machen müsst. Da ruft ihr einfach irgendwelche geklauten Datensätze an, die kriegt er von irgendeinem Pool zugeschickt und dann erzählt er den Leuten irgendwas, dass sie reich werden können und das ist ja alles gelogen. Das Geld steckt ihr euch ja bloß in die Tasche. Ja, aber Entschuldigung, Sie sind nur weniger als 10, dann können Sie nicht mit uns auch arbeiten, ja? Sehr lustig. Das ist ein großes Problem wie Sie. Ja. Ja. Aber bist du da stolz drauf, dass du da sowas machst? Leute wie weniger als 10, da fehlen wieder die Deutschkenntnisse, das kannst du bloß ablesen. Ich werde Ihnen nicht antworten, weil ich möchte mit Ihnen nicht mehr sprechen. Ich würde eher sagen, weil du das nicht kannst. Nein, ich kann das machen, aber ich möchte das nicht machen. Na, dann zeig doch mal, was du kannst. Weil Sie von Anfang, was haben Sie mir gesagt? Aber weißt du, was gut ist? Dass du jetzt dich schon 6 Minuten mit mir unterhältst. In der Zeit kannst du natürlich keinen anderen bescheißen und auch kein Geld verdienen. Gut. Ja, ich kann das machen, aber dann wünsche ich Ihnen... Ist auf jeden Fall lustig. Dass du dich da wirklich für reell befindest, das ist ja alles Blödsinn da. Ja, dann zum Beispiel, wenn Sie werden 18 Jahre alt, dann können Sie bei uns noch einmal angemeldet und dann vielleicht können Sie mit uns auch arbeiten. Aber wir müssen noch mehr als 8 Jahre alt warten. Ja. Und darum weiß ich nicht. Und wie viele Leute bescheißt du so am Tag? Wir machen das nicht. Ja, ich weiß, dass Sie das machen, aber wir machen das nicht. Ja. Ja, Sie können, sagen Sie mir bitte dann, warum denken Sie, dass wir sind Betrüger? Du kannst auch dich jetzt warum nicht ernsthaft selbst verernst nehmen, was du da so erzählst von dir. Ich meine, du hast doch ja keine Ahnung da, was du da machst. Also ja keine Ahnung vom Tradingmarkt. Sie haben keine Ahnung oder ich habe keine Ahnung? Du hast keine Ahnung. Ja, ich habe keine Ahnung, ja? Ja, genau. Ja, darum sagen Sie mir bitte, warum arbeite ich hier? Ja, um die Leute zu bescheißen, deswegen arbeitest du da. Ja, um die Leute zu bescheißen. Ja, dann sagen Sie mir bitte noch einmal, warum haben Sie angemeldet? Nur damit ich deine Zeit stehlen kann. Ja, damit aber du dich sehen mit mir Sie, unterhältst. Bei Anmeldung, dort steht eine Bestätigung, dass Sie bestätigen, dass Sie sind mehr als 18 Jahre alt. Haben Sie das bestätigen? Oder was? Nö, das war da nicht. Sowas fragt ja auch keiner ab. Das ist euch ja auch egal, ihr wollt ja bloß an die Kohle kommen, da sind ja die Daten egal. Alle Kinder, welche möchten etwas machen, aber wissen nicht, dass dann alle bestätigen, dass sie sind mehr als 18, wie sie auch. Ja.
Ja, dann, wie ich gesagt habe, ich wünsche Ihnen nichts und danke schon und auf Wiederhören. Ja, da habe ich aber erfolgreich. Richtig, bei dem Hammer definitiv erfolgreich die Zeit verplempert, hat ja mitgespielt. Und Wahnsinn, was die sich einbilden. Also, ich glaube nicht mal, dass er denkt, dass er eine seriöse Arbeit macht. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Bei dem dummen Gesabber, was da zustande kommt. Ich meine, das muss doch jedem kleinen Kind eigentlich auffallen, wenn man da arbeitet, dass das alles nur Betrug sein kann. Tja, so ist es halt. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen in nördliche Richtung. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr auch in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtet. Am besten gleich mit Glocke, denn dann gibt's auch immer eine kleine Info, wenn ein neues Video online geht. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.